Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Citybus Manager hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist hier noch eher leer. Ja, das hat folgenden Grund. Wir haben neu angefangen hier im Tessin. Ich kann es schnell zeigen. Gebiet Locarno, Muralto, Minusio, Ascona, Losone und was wir sonst noch alles haben. Orsolina hier am Hügel und so weiter. Haben eine erste Buslinie gemacht und jetzt machen wir hier natürlich mal fröhlich weiter. Wir sollen das Liniennetz vergrößern. Ich gehe mal noch mal kurz raus. Das hier hat ja alles seine Richtigkeit. Okay, Geld haben wir auch noch. Ja, dann vergrößern wir mal das Liniennetz. Jetzt haben wir ja wieder Platz. Aufgehört haben wir tatsächlich, weil wir keine zusätzliche Kachel mehr kaufen konnten. Allerdings gab es den Hinweis, da bin ich sehr dankbar, dass es, glaube ich, ein Update gibt, wo man dann weitere Kacheln kaufen kann. Aber okay, wir haben jetzt trotzdem hier neu angefangen. Ascona. Ich würde hier mal was machen. Ich würde Locarno für den Moment einfach mal so laufen lassen und würde gerne in Ascona was machen. Oder sollen wir... Moment, was haben wir denn hier noch? Neue Linie. Ach, und benennen wollte ich sie eigentlich noch. Das werden wir auch gleich machen. Ja, 25.000 wäre schon nicht schlecht. Hier mit dem verbunden. Häuser, 13 Haltestellen. Könnte man machen, aber ich muss mal gucken, wo ist denn das? Das ist auf der anderen Seite. Das ist aber noch Schweiz, sehe ich das richtig? Nee, das müsste Italien sein. Hier bin ich wahrscheinlich mit dem Roller durchgefahren. Ist hier Luino? Nee, noch nicht. Wir sind doch mit dem Roller durchgefahren nach Luino. Heißt das Luino? Ich glaube schon. Ja, ist jetzt auch. Ist jetzt auch egal. Ascona? Ne, dann bleiben wir hier. Wir machen eine eigene Linie. Aber jetzt wollte ich schnell gucken. Das hier ist nicht Linie 1, sondern das ist Locarno. Stimmt das? Wir wollen dann eine römisch 1. Sehr gut. Nein, nicht Linie löschen. Machen wir speichern. Zack. So, die benennen wir jetzt immer. Da machen wir gerade Minus, aber das sollte sich tatsächlich ändern, nehme ich an. Das hat erst gerade frisch begonnen. Also, neue Linie, Ascona. Wir sehen, wir haben einige Möglichkeiten hier. Da fangen wir mal hier außen an. Nehmen alles mit, was wir irgendwie mitnehmen können, was in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Erstmal gucken. Hier geht es Richtung Zentrum. Wir können ja hier rauf. Dann nehmen wir hier den Großteil tatsächlich mit. Gehen hier runter, gehen hier das Zentrum durch. Und düsen nach hier hinten und nehmen das noch mit. Da haben wir Ascona eigentlich fast schon halbwegs abgedeckt. Mhm. Machen wir es in der einigen Haltestellen. Machen wir eine Rückfahrt. Das ist natürlich immer wichtig, weil in eine Richtung ist ein bisschen Käse. Würde man sagen 100 Leute. Ja, zwei Busse, 100 Leute. Wir können hier aber noch nichts einstellen. Bei den Bussen. Das müssen wir erst erforschen. Da muss ich hier ein bisschen was machen. Wo sehe ich das gleich nochmal? Moment, wir gehen in den einfachen Modus. 85, immer noch 85, 70 geht runter, ist ein Bus mehr, weil das Problem ist, wir haben keine Busse, die 85 Leute transportieren können. Jetzt ist besser, das gefällt mir. Okay, bestätigen wir, gehen raus, jetzt müssen wir Schichten zuweisen, wir brauchen aber erst die Busse, und zwar wahrscheinlich 3 Stück. Das Tempo ist okay, Marktplatz, bitteschön. Achso, das funktioniert ja so, neuen Bus kaufen, ja dann gebrauchten, um zu sparen. Viel haben wir hier noch nicht. Kleinbusse. 10 Stück. 4000, 35, 35. Ja, 38. Wir nehmen mal so ein Zito. Okay. Der ist nicht gebraucht. Doch, der ist gebraucht. Dann können wir hier ein bisschen handeln. Hat er abgelehnt. Okay, kommt, wir kaufen einen neuen. Wer hat hier Fahrgäste oder Dingens? Genau, Platz. Fahrgäste oder Dingens vor allem. Ist das das Neue? Da hat der gute Eisenbahn Kassel hat noch mal ein paar Sachen gebastelt hier. Ui, das ist ja... Oh, wow. Na, das sieht ja stark aus. Das sieht ja sehr stark aus. Okay, den haben wir. Da brauchen wir noch mal... Ja, noch mal 2 Busse. Ja, wir können ja mal gucken. 9 Bus kaufen. 19 ist mir dann doch zu wenig. Machen wir hier mal die 55. Für 10.000 ist schon neuer. Jawohl. Kaufen. Laden. Dann haben wir hier. Zack, verbessert. Okay, wieder mit dem Zug. Ach genau, Berlin Beach Resort. Wenden wir mal an. Und dann kaufen wir noch einen dritten Bus und dann müssen wir es eigentlich haben. Nochmal. Und jetzt kaufen wir tatsächlich mal einen gebrauchten. Hier, der New Ramses. Für 7.4. Abgelehnt. Was sind das denn für geizige Leute? Gibt's doch nicht. Machen wir den 55er hier. Jetzt. Jetzt hat es doch noch geklappt. Da kommt er auch.
Der geht gleich mal reparieren und ich muss dran denken, wir müssen natürlich jetzt auch das Tanken etc. selber machen. Wir haben nicht alle Teile im... das ist natürlich doof. Bestellt habe ich, glaube ich, aber da ist die Lieferung noch nicht gekommen. Die müsste aber heute irgendwann kommen. Okay, und Stellplätze brauchen wir natürlich auch noch. Ich würde sagen, wir machen erstmal Kollege Schichtplan. Wir haben ja keinen Schichtplan. Ich muss das tatsächlich so machen. Mach mal. Nochmal. Zuweisen. Kein Busfahrer verfügbar. Ja, das können wir ändern. Wir brauchen weitere Busfahrer. Freundlich. Und jetzt brauchen wir weitere Spins. Das ist zu Beginn immer so, dass man doch ordentlich tatsächlich zu tun hat. Mit Spind und mit Bürofläche und und. Aber ist ja schön. Immer mal über die Bilder rüber. So, ein bisschen Platz sparen. Okay, das würde bereits passen. Dann schauen wir mal. Wir brauchen nochmal einen Busfahrer. Ich hoffe, ich habe einen Busfahrer eingestellt vorher. Freundlichkeit gefällt mir. Hier ist noch ein freundlicher. Okay, dann haben wir zwei Stück. Wir gehen... Nein, wir geben ihn nicht zum... Ich möchte immer automatisch zum Schichtplan. Dabei haben wir keinen. So, einsatzbereit. Sehr gut. Ich hoffe, für die andere Linie das klappt auch. Die sind, glaube ich, schon unterwegs. Dann können wir ja auch mal ein bisschen Tempo generieren. Jetzt ist er halt noch kaputt, weil wir tatsächlich noch auf die Ersatzteile warten müssen. Wann kommen die um 4 oder so? Genau, mal schnell schauen. Hier, wir sind immer noch bei 0. Nochmal einen zuweisen. Jetzt ist kein Bus mehr verfügbar. Weil der hier kaputt ist, dann kaufen wir uns nochmal einen neuen. Nochmal so ein Fahren hol. Kaufen, Dankeschön, laden. Mercedes. Auch Schmuck. Sehr gut, anwenden, Dankeschön. Was? Achso, der ist noch nicht da. Da muss man ein bisschen Geduld haben, tatsächlich. So, jetzt. Ganz gleich wieder drehen und zurückfahren. Genau, Stellplätze haben wir gesagt. Ich würde sogar sagen, Stellplätze in groß, wenn es irgendwie geht. Hier wollen wir halt tatsächlich noch mit unserem Service Center dann weiter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir können natürlich die Parkplätze auch jederzeit wieder abreißen. Und hier geht es halt auch nicht. Ich sollte dann irgendwann mal mit der Straße rüber. Wisst ihr was? Wir machen zuerst die Straße. Straße. Oh. Okay, warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Was ist das denn? Weil hier das Teil im Weg ist. Ich habe das zu weit nach vorne gebaut. Aber ich glaube, das kann ich doch verschieben. Oh, bei der Forschung sind wir auch schon wieder. So, verschieben wir mal ein bisschen nach hinten. Können wir eigentlich bis hier hinschieben bald. Ne, es sollte halt noch an der Straße dran sein. Mach mal. Ich möchte nicht, es zappelt. Nicht zappeln. Hä, was ist das denn? Ich muss das doch verschieben können. Ich kann irgendwie nur das Ding hier verschieben. Irgendwie der Rest möchte nicht. Ich meine, das Ganze einfach. Reiß mal alles ab. Uff, das kann man nicht an einem Stück abreißen. Ist es denn wahr? Na, Mama. Ich meine, das ist doch eine Einheit. Das muss man doch an einem Stück irgendwie wegkriegen. Soll nicht, dass ich jetzt da hinten noch die Hälfte abreiße. Nee, geht. Kostet natürlich Geld. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Mach mal das noch weg. Das Markieren ist halt auch eine Kunst für sich. Nein! Oh, das war da auch markiert. Zum Glück habe ich... zum Glück habe ich nichts gemacht. So, jetzt. Das können wir lassen. Und jetzt machen wir hier aber bevor wir... jetzt machen wir erst die Straße. Das ist doch viel schlauer. Also, Straße. Geht mal hier rauf. Zack, zack. Hier hinten ist halt alles verschenkt. Aber ich komme halt hier nicht rüber. Das sieht man ja. Ich komme mit der Straße da nicht hin. Das geht nicht. Müssen wir gucken, was wir hier noch hinsetzen können. Also nicht viel wahrscheinlich. Gut, jetzt was habe ich abgerissen? Ich glaube die Hebebühne. Ja, mal gucken. Ja, hier. So, jetzt steht sie vernünftig, die Hebebühne. Passt. Was wollte ich? Ich wollte mit der Straße noch ein bisschen rüber und ich wollte Stellplätze bauen. Straße. Macht denn das Sinn so? Da schließen wir hier schon wieder irgendwie... Nee, ich würde es lassen. Wo geht's hier raus? Hier oben. Dann ziehen wir das einfach mal gerade rauf. Ihr seht, ich kann hier nicht rüber. Es geht nicht. Also dieser Teil hier, der grüne, der ist einfach verschenkt. Und das ist ein bisschen doof, dass man das nicht irgendwie genauer bauen kann. So, jetzt kommen sie dort auch raus. Dann haben wir hier nicht Hebebühne, Stellplatz groß. Jetzt machen wir nochmal 4 Stück. Dann sollten wir genug haben. Hier unten haben wir nochmal Platz für die Kleinen. Also Forschung. Spritverbrauch. Okay. Und die Klimaanlage. Der Rest, doch hier besseres Essen für deine Mitarbeiter, das ist natürlich auch wichtig. Hier Einsatzgebiet vergrößern brauchen wir definitiv noch nicht. Wir haben 2 Schichten, die laufen.
Und die müssten eigentlich, wenn wir hier schnell gucken. Jawohl, Locarno 1 macht Geld und die hier haben wir nicht benannt. Linie bearbeiten. Nicht Linie 2, sondern das ist Ascona. Mal jetzt bei allen. Ne, aber machen wir hier auch die Römisch 1, würde ich vorschlagen. Ascona Römisch 1. Sehr gut. Ne, ich möchte nicht verwerfen, ich möchte speichern. Dankeschön. Ja, das hatten wir schon. Wir bestätigen das. Dann können hier unsere Busse langdüsen. Okay, Schicht zuweisen. Kein Busfahrer verfügbar. Das werden wir ändern. Hier einen freundlichen. Okay, nochmal Schicht zuweisen. Kein Bus verfügbar. Ist, ach, der ist natürlich immer noch nicht repariert. Kann ich jetzt? Nee, da sind die Sachen immer noch nicht gekommen. Wir sollten keine kaputten Busse kaufen. Nicht, wenn wir irgendwie die Ersatzteile noch nicht haben. Kaufen wir uns noch einen Ramses. Für 10.000. Da, das hier. Genau, haben wir. Also, da müsste das doch jetzt funktionieren mit Schichtzuweisen. Ich bin froh, wenn wir den Schichtplan wieder haben. Das muss ich schon sagen. So, mach du mal. Dann haben wir hier Post. Maria Clara. Nicht sehr ausgelastet. Ja, wir haben gerade noch einen Bus gekauft, Leute. Wir gehen hier mal auf Tempo, damit hier ein bisschen was passiert. Hier haben wir erste Gäste. Wisst ihr, was mir hier drin noch fehlt? Diese Anzeige, die ist schon nicht unwichtig. Service Center. Hier, Informations... Dingens. Okay, waren wir hier hinten noch. 5 Minuten. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich schon bald neue Schalter. Da beschwert sich einer. Aber die Ticketpreise, da haben wir nicht mal was geändert. Da kann man sich doch nicht beschweren. Oh, guck mal, jetzt sind die Pakete gekommen. Sehr gut. Wunderbar. Die werden jetzt eingesammelt, ins Lager gebracht und dann können wir den Kollegen hier reparieren. Ja, man sieht, da kommen sie wirklich daher gewatschelt. Ja, bringen sie ins Lager. Sehr gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Lager hier unten würde mehr Sinn machen. Dann müssen sie nicht so weit laufen. Ja, dafür müssen sie jedes Mal laufen, wenn sie hier dann reparieren. Also das Lager hier, denke ich, macht tatsächlich wesentlich mehr Sinn. Gut. Haben wir alles schon drin? Ne, die sind immer noch dran. Wir können ja mal gucken. Haben wir Motor? Motor haben wir. Motoröl fehlt noch. Keilriemen fehlt noch. Bremsbeläge haben wir und Reifen. Fehlt immer noch. Ohne Schicht zu weisen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Mach mal, Dankeschön. Zack, der kann gleich wieder losdüsen. Sehr gut. Die Pünktlichkeit verbessern. Fahrgäste befördern. Wir sind dabei allem dran. Forschung haben wir wieder was. Genau, die Details zur Unternehmensbewertung. Und hier oben ist alles am Laufen. Das können wir wieder rasseln lassen, wie es so schön heißt. Hier mal vielleicht vorbeischauen. Aha, da ist noch gar nichts drin. Ja, das müssen wir freischalten oder erforschen. Wieder eine Schicht zu weisen. Kein Bus verfügbar. Okay, wir brauchen nochmal einen Bus. Neuen Bus kaufen. Wir sind immer noch bei den Kleinbussen. Nehmen wir doch mal einen Van Hol. Kaufen, laden, zack. Das ist wieder er hier. Sehr gut. Und so kriegen wir natürlich nach und nach. Kein Bus verfügbar. Da fehlen 2 Busse. Moment, jetzt ist ja einer dazugekommen. Der hier, der müsste einsatzbereit sein. Wir brauchen aber tatsächlich nochmal einen Bus. Einer wird da gerade noch repariert. Wir gönnen uns nochmal einen kleinen Bus. Irgendwie sowas. So teuer sind die ja nicht. Dann können wir auch so einmal noch haben. Ein Sprinter. Da haben wir verbessertes Design. Winner, Winner, Chicken Dinner hatten wir gerade gestern. Hapchi, genau. Immer noch. Ne, jetzt ist ein Busfahrer zu wenig. Le Busfahrer. Haben wir noch einen freundlichen? Nicht wirklich. Stell den mal ein. Ja, weil jetzt passt. Und dann ist er hier fahrbereit. Sehr gut. Dann haben wir das auch gemacht. Für Ascona. Und wieder eine Schicht zu weisen. Hey, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht auch das Geld natürlich langsam runter. Ich gehe mal ein bisschen auf Tempo. Nochmal einen neuen Bus kaufen. Machen wir mal einen Master, den haben wir noch nicht. Dann haben wir den auch tatsächlich hier. Oh, nochmal mit FIFA hier. Ich glaube, das ist sogar heißig. Guck mal, der macht gerade einen Kopfball. Sehr schön. Nochmal Schicht zuweisen. Ach, komm mal, das kann doch nicht sein, dass jetzt überall die Busse fehlen. Da fehlt ein Bus. Tatsächlich, ich habe doch gerade Busse gekauft.
Lass uns mal Tempo machen. Kommt da noch einer oder habe ich jetzt den Boost, den wir haben, bereits zugewiesen? Wahrscheinlich schon. Mhm, tatsächlich. Fuhrpark. Jetzt haben wir eigentlich die Einzelteile. Wisst ihr was? Wir kaufen uns nochmal einen gebrauchten. Und zwar New Ramses gebraucht für 7000. Wurde angenommen. Der kann gleich mal in die Werkstatt. Zack, 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 zack. Dankeschön. Passt. Dann müsste nur die noch putzen. Ja, da muss ich hier auch ein bisschen gucken. Der hat keine nächste Schicht. Allerdings, dann kann ich den zuweisen. Ne, der ist nicht einsatzbereit. Er ist einsatzbereit. Ja, da muss ich dran denken, dass wir da die Sauberkeit etc. alles auch noch machen müssen. Ich würde das aber abends machen, so wie wir es eigentlich hatten. Mit Reparieren und Zeug und Sachen. Die Forschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Wir können ja mal schnell zu den Linien gehen. Wie sieht es aus? Ja, im Plus, aber nicht. Was haben wir denn hier? Durchschnittliche Verspätung. Okay, was kann ich da gleich nochmal machen? Mehr Busse geht ja nicht. Linie bearbeiten. Haltestellen rausnehmen. Oder was war bei Verspätung, was man da am besten macht? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Es hat Bushaltestellen rausnehmen, ist halt auch irgendwie Käse. Oder den Dienst. Ich habe natürlich entsprechend viele Busse drauf, glaube ich. Moment, ich mache mal den hier. Und hier fahren wir alle 15 Minuten, alle 15 Minuten. Und da haben wir Verspätung. Da müssen wir Haltestellen rausnehmen. Sehe ich das soweit richtig? Ich glaube schon. Nein, nein, ich wollte nicht einen neuen Fahrplan machen. Mach den mal weg. Ich wollte. Haben wir das schon mal angesehen? Ach du Grüne, was ist das denn? Okay, das ist einfach der Fahrplan. Neuer Bus freigeschaltet. Ja, wir lassen es mal so. Allerdings, ne, ich wollte doch eigentlich Haltestellen rausnehmen. Und Locarno ist, man sieht's, ausgelastet. Ascona war es mit der Verspätung. Machen wir nochmal Linie bearbeiten. Nehmen wir mal die eine oder andere raus und gucken mal. Die hier hätte ich auch gerne draußen. Was haben wir noch, was wir raus? Habe ich die jetzt rausgenommen? Ich dachte ja. Da habe ich die wieder gesetzt. Das ist die hier. Ascona Ragno Publicito. Ne, das ist doch was anderes. Das ist die hier. Ja, mach die mal raus. Müsste sie weg sein. Sehr gut. Ja, wir lassen es mal laufen. Ist halt schon meiner Meinung nach ein bisschen viel Verspätung für eine erste Linie, die wir haben. Ein bisschen Geld haben wir hier noch. Okay, hier warten die Leute zu lang. Da müssen wir nachlegen. Service Center. Ein Schalter. Kriege ich da noch einen rein? Geht sogar. Okay, hier ein Schalter. Ein bisschen sollten sie auch noch Platz haben. Das heißt, wir machen hier noch einen hin. Guck mal schnell. Ne, da kommen sie da nicht ran. Ich mache hier noch einen Schalter. Okay, dann haben wir Schalter. Jetzt brauchen wir aber auch die Mitarbeiter noch. Service. Haben wir einen. Das ist so viel zu wenig. Mitarbeiter einstellen. Service. Gerne freundlich. Gerne freundlich. Gerne freundlich. Und dann fehlen wieder die Spinte. Die Spinteris. Machen wir Flur. Spint. Und ziehen die hier mal noch ein bisschen lang. Da haben wir schon wieder eine Schicht zu weisen. Machen wir auch gleich. Ja, hier. Sehr gut. So, ich gehe mal schnell zur wir gehen zum Postfach. Ein Forscher ist komplett überlastet. Okay, wir haben aber auch nur einen Forschertisch. Ne gut, dann stellen wir noch einen Forscher ein. Der arme Kerl, wenn er dermaßen überlastet ist. Mitarbeiter einstellen, Le Forscher, freundlich müssen die nicht sein, die müssen kompetent sein. Das wäre er hier am ehesten. Reinigungskräfte, was haben wir denn da? Auch eine Person wahrscheinlich. Da würde ich mal irgendwie nochmal einen einstellen. Gut. Ja, das haben wir hier auch. Die Fahrzeuge, wir haben es langsam abends. Wir können ja mal gucken wegen Schichten. Der hat keine nächste Schicht. Der ist aber okay, der Bus. Der hat um 19.15 Uhr, den lassen wir in Ruhe. Der hat keine Schicht. Da könnt man tanken und schnell putzen. Dann haben wir das gemacht. Keine Schicht, schnell tanken und schnell putzen. Hier ist okay. Hier das gleiche, tanken und schnell putzen. Und hier das. Gut, dann haben wir das. Das machen die auch relativ schnell, wie man sieht. Sehr gut.
Geld haben wir auch. Wir gehen nochmal schnell zu den Linien. Moment, hier sind die Linien. Ist ja schon hier tatsächlich massiv. Durchschnittliche Verspätung. Jetzt wäre es immer noch halt interessant, wirklich, was wäre der Tipp, dass wir hier irgendwie nicht Verspätung haben? Haltestellen raus. Eben mehr Busse kann ich nicht reinmachen. Mit dem Takt drauf, damit wir weniger Busse haben, kann es ja auch nicht sein. Nochmal mit dem Takt runter. Kann ich das machen? Alle 10. Auch alle 10. 5 Busse. Ich würde das mal versuchen, ob das hilft gegen die... tatsächlich gegen die Verspätung. Aber dann haben wir wahrscheinlich wieder zu wenig Busse. Weil jetzt haben wir 5 Busse, die dort verkehren. Das heißt, ja, da müssen wir schon nochmal zuschlagen. Und hier haben wir... Hier rüber muss ich trotzdem noch mit der Straße, wenn wir hier weiterbauen. Ich kann nicht hier keine Straße haben, das geht nicht. Oh nö, jetzt habe ich noch einen Stellplatz geklaut. Das wollte ich natürlich auch nicht. Dann haben wir hier Platz für die und hier haben wir auch noch Platz. Das hier hinten ärgert mich, dass man da nicht neu, dass man da nicht näher ranbauen kann. Es geht einfach nicht. Ist nicht, nicht machbar. Jetzt fehlt ein Stellplatz. Moment, Leute, kommt. Einmal. Zweimal. Und damit der Straße irgendwie hier wieder rauf. Das schauen wir uns dann noch an. Ich kann hier halt gar nichts machen. Ich kriege hier nichts hin. Stellplatz klein. Geht halt auch nicht. Die sind elend. Also das ist wirklich schade, dass man hier dann so viel... Oh, da fehlt immer noch ein Stellplatz. Nicht erreichbar? Da steht noch irgendwie einer rum. Okay, wir brauchen noch einen Stellplatz. Hallo da. Straße, Stellplatz groß. Oder wir machen hier unten nochmal irgendwie einen kleinen. Oder mal einen mittleren. Ach, habe ich kein Geld doch. Mittel, Stellplatz. Ja, jetzt geht's. Zack. Okay, jetzt fährt er rein. Hier nochmal einen Stellplatz und da nochmal ein. Gut, weil dann können wir hier das Servicezentrum noch machen. Oh, wir haben so viele Busse. Guck mal, da habe ich tatsächlich schon die ganze Zeit Stellplätze. Ich ziehe mal hier eine Straße rauf. Dann können wir da auf der anderen Seite auch nochmal bauen. Wenn ich hier die Straße lang kriege. Hat auch wieder mit einem Abstand. Es ist echt ein Kreuz. So, das muss ja nicht irgendwie verbunden sein mit hier. Das kann auch eine Sackgasse sein. Aber dann kriegen wir hier nochmal Stellplätze hin. Dock doch da an, dankeschön. Hier noch. Und hier noch. Und, ist besser? Was ist mit ihm hier? Den kann ich, glaube ich... Oder komme ich hier runter? Ne, guck mal, ich komme an den gar nicht ran. Was ist denn da nicht erreichbar? Keine Ahnung. Also irgendwie ist ja hier alles erreichbar, ist doch kein Problem. Schön, wie sie den Flur nutzen. Man könnte hier vielleicht zur Erleichterung doch irgendwie einen Direktdurchgang noch machen. Ist was, ich denke, das ist gar nicht so doof. Wir machen hier mal noch eine Tür rein. Zack. Ist auf der anderen Seite was? Nee, ja, das wird auch genutzt, logischerweise. Vom Büro hier in die Küche, das ist ja nicht verboten. Gut, liebe Freunde, dann haben wir hier eine weitere Linie. Wir haben einiges bereits jetzt an Bussen gekauft. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.